Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind zurück im Train Simulator, genau. Im Bus Simulator 2021 und fahren oder legen hier los auf mit dem Citaro G oder setzen da fort, wie auch immer, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und schauen uns alle Fahrzeuge dieses Spiels mal an. Mach auf. Ich drücke mal C. Okay, auch sehr schick. Tür zu. Go. Machen wir wieder unsere Rundfahrt, wie wir sie kennen. Und ich sag ein paar Worte dazu. So. Ja, ein bisschen flott unterwegs. So. Steigen wir einfach mal aus. Tür auf. Wo ist die Tür 1? Da. Schauen wir uns die mal an. Auch sehr schickes Modell. Das ist jetzt Motorbus, ganz normal. Nix E-Citaro oder so. Ja, kennt man, glaube ich. Also ich kenne ihn von mir. Aber ein sehr schickes Fahrzeug auch. Von außen. Auch wieder auf jedes Detail geachtet. Fällt mir ausgesprochen gut und die Lizenz natürlich nicht zu vergessen. Gut, dann machen wir hier zu und fahren da wieder rein. Ja, das ist wieder das hier mit den Kollisionen. Also ich bin im Sandbox-Modus, das heißt, ich verliere jetzt kein Geld, würde ich da jetzt dagegen crashen. Das ist jetzt nicht richtig. Ja. Egal. Gut. Next. Lass mich raus. Naja. Ist jetzt nicht ganz drin. Aber es muss ja auch so lang sein, ne? Ein Urban Way. Okay. Habe ich noch nicht benutzt in dem Spiel. Noch gar nicht. Aha. Ein Iveco. Tür zu. Go. Ist ein Solobus. Also schauen wir uns das auch mal an. Okay, ich weiß, welchen Bus ich selten in diesem Spiel fahren werde. Ich mag den ja mal gar nicht. Ja, ich stehe so auf MAN und Mercedes, vor allem in dem Game. Also das spricht mir schon sehr zu. Schauen wir uns trotzdem von außen an. Die Türen gehen auch sehr komisch auf. Aber sehr schick von der Modellierung her wieder. Auch der Boden, ui. Ja, er schaut schon edel aus. Okay. Das ist ein bisschen weird hier. Aber dachten die sich wahrscheinlich was dabei, also von dem her. Joa. Wo ist meine Tür? Da. Wie macht man? Ach, da macht man die hinteren auf. Ah. Und vorne macht man dann mit einem anderen Hebel auf. Ah, okay. Verstehe. So, wieder rein. Jetzt mit dem Solobus dürfte es nicht so schwer sein. Dürfte. Mit Betonung auf dürfte, Leute. Ich muss den Mercedes weiter vorfahren, dann die spawnt er auch. Jetzt. Nächster. MAN Line City Stadtbus 10G wahrscheinlich.
Solo bis zwei Türen, okay. Türen zu. Kneeling Sounds, obwohl wir kein Kneeling haben. Man kennt's. Mal links rum. Mal links, mal rechts. Mal hoch, mal runter. So. Fahrgefühl ist sehr gut. Gefällt mir ausgesprochen gut. So, halten wir mal hier an. Damit ich dann gut reinfahren kann. Okay. Ja, Standard MAN. Na gut, das kenne ich nicht mit den Sitzen. Das kenne ich so nicht. Aber gut. Zwei Türen halt, ne? Logisch. Wie man es kennt. Und auch von der Modellierung her wieder sehr schick. Ja, grafisch ist das Game bombastisch. Kann man nichts sagen. Rein. Also die Tore sind wirklich eng. Also da... Ja. So, nächster. Ein Fahrrad steht Hauptsache noch da. Oh, das ist ein Dreitürer, aber extra lang. Okay, so einen habe ich wirklich noch nicht gesehen. Aber Sitze kenne ich. Wie in München eigentlich schon fast. Genau, und hier, naja gut, hier sind eigentlich drei Sitze, so kenne ich das. Und hier noch einer. Aber, und eben nicht so lang. Aber ja, was soll's. Der Sport ist auch leicht anders als der andere. Fahrgefühl ist auch ein bisschen anders. Tatsächlich, also man merkt, dass man länger ist. Man kennt es. Schick, schick. Ja, ja. Komm schon rein. Jetzt. Oh, ein Sigma. Was ist denn das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott. Das sind ja Stühle schon aus den Schlitten. Okay, auf jeden Fall sehr viel Platz. Barrierefrei sieht man, ist alles. Alter. Und go. Schau mal, wie der sich so fährt. Er fährt sich tatsächlich gar nicht so schlecht. Der MAN gerade, der fuhr viel schlechter. So, Slalom. Blinken kann er zumindest. Sehr gut. So. Rinder. Och. Teilweise sind auch die Spinnen, die die Kollision auch ein bisschen. Aber von der Ausmodellierung auch sehr schick. Habe ich aber noch nie gesehen zuvor. Also ja. So, ein E-Bus. Natürlich ganz hinten. Okay. Innenraum sehr schick.
Kenne ich aber wirklich nicht, also noch nie gesehen, diesen Bus. Aber sehr schickes Modell. Gefällt mir. A, B, Y, D. Gefällt mir jetzt vom Design her schon. Ich weiß nicht, wie oft ich den dann fahren werde. Okay, Dashboard ist auch ganz schick. Okay, man merkt, dass es ein E-Bus ist. Und er hat Power. Das sieht man ihm an. Oh ja. Und coole Sounds hat er auch. Werde ich mal schauen, wie ich den einsetzen werde vielleicht. Vielleicht nehme ich euch da dann auch mit in Videos mit. Muss ich noch schauen. Muss auch schauen, wie das ankommt bei euch. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt, wie ich dann da ein bisschen durch die Stadt fahre. Ja. Aber da warte ich einfach mal auf euer Feedback ein bisschen. Ansonsten kommt vielleicht noch Trains World 2 dann. Auch ein bisschen Abwechslung. So, Epsitaro. Alles Mercedes hier, meine Damen und Herren. Das ist der Solobus. Ja, den kennen wir. Kennen wir vielleicht aus Deutschland. Gibt es jetzt schon in mehreren Städten. Sehr schickes Fahrzeug, also sehr angenehm zu fahren. Die Ausmodellierung auch sehr gut. Also ihr seht es ja hier mit dem Hubbel da oben. Genau so schaut er aus. Und eben die entsprechende Lipsens. Meine Damen und Herren. So, Türen zu. Okay, der ist sehr, sehr ruhig. Gibt eigentlich gar keinen Ton mehr von sich. Oh. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Aber eben sehr ruhig und fährt sich auch sehr einfach. Beschleunigt gut. Ja. Sehr gutes Fahrzeug. Den dürfen wir nicht kaputt machen. Den Epsitaro dürfen wir nicht kaputt machen. Na. Und so. Jetzt kommt wahrscheinlich der Epsitaro-Gelenkbus. Ah ne, da kommt ein Volvo Electric. Oha. Dreitürer, Solobus, Sitze eigentlich wie normal. Wie man das kennt von einem Bus. Außendesign auch sehr schick. Vor allem hier die Front. Dashboard nochmal eine Nummer schicker. Falls ihr das OMSI Addon Hamburg kennt, dürfte euch das Dashboard bekannt vorkommen. Tatsächlich. Das ist dann nämlich genauso. Und das, aber hier sieht man, dass das Lenkrad nochmal etwas dicker ist. Wie bei einem Reisebus, bei diesem Volvo Reisebus da. Gibt es auch in OMSI. Bin ich auch früher immer mit der Schule gefahren. Mit solchen Bussen. Da habe ich immer aufs Lenkrad geguckt. Allein wenn das Dashboard gut ausschaut, dann bockt sich schon mit dem Bus zu fahren. Also der ist echt geil geworden. Den werde ich auch öfters fahren. So. Ja, die Tür spinnt ein bisschen. So. Jetzt das Ganze nochmal in Gelenkvarianten jeweils. Rennen kann man hier in dem Game leider nicht. Zumindest habe ich da nichts gefunden. Okay, der ist schon ziemlich lang. Ist fast derselbe Bus, bloß mehr Barrierefreiheit. Mehr Platz. Ist schon heftig lang, der Typ. Der Typ, sag ich schon, der Bus. Mein lieber Scholli. Dashboard, wie man es kennt. Das
Kabel von meiner Maus. Zieht mal wieder die Maus runter. Fährt sich aber fast wie der Solobus. Ein bisschen sperriger. Aber fährt sich gut. So. Kann man machen. Würde ich jetzt aber nicht hauptmäßig fahren. Da wäre mir wahrscheinlich zu langweilig für. Die E-Busse bleiben weitreichend verschont von Crashes. Ja, moin. So, E-Citaro G. Also E-Citaro natürlich in Gelenkvariante, wie sich das gehört. Dasselbe Ding nochmal, bloß Gelenk hinten dran und eine Tür. Sonst von den Sitzen her gleich. Jo. Ja, Dashboard vielleicht, man sitzt ein bisschen tief, aber... ja, das kann man ja ändern, aber nicht so krass, dass man jetzt mehr vom Dashboard sieht. Das habe ich schon probiert. Aber mein Gott. Das ist auf jeden Fall was, was neu in dem Game ist, beziehungsweise was die Leute sehen, was die Leute so fahren, weil es eben neu ist. Ja. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr das Game habt und den Vorgänger auch gespielt habt, dann fahrt ihr mit Sicherheit viel E-Bus. Oder wenn ihr Karriere macht, dann müsst ihr halt ein bisschen darauf hocharbeiten. Aber kriegt ihr hier. Haben Freunde von mir auch geschafft. So, dann einmal wieder zurück zu diesem Ding. Ich wollte schon sagen, Zapfsäule. Ich bin schon blöd, echt. Den da, ja. Das ist der Volvo, den wir schon gefahren sind. Diesmal aber in Gelenkvariante, meine Damen und Herren. Das Ding nochmal mit Gelenk, das gibt es in Hamburg auch. Aber nicht den, ich glaube, in Hybridvariante, nicht in E. Dasselbe wieder mit Gelenk hinten dran. Ne? Fahrgefühl sehen wir jetzt. Bin ich selber noch nicht gefahren auf einer Linie. Ich bin nur Solobus gefahren von dem Ding. Geil, wie das spiegelt. So. Ja, bei Gelenkbussen, da tut sich das Lenkrad dann immer ein bisschen, wenn man schneller fährt, sozusagen wieder richten. Das mag ich nicht so. Deswegen fahre ich eher wohl weniger Gelenk. Das haben wir es wohl gefunden. Die Ursache. So. Aber sehr angenehm, trotzdem auch der Gelenkbus, muss man sagen. Und eben, wenn es der Sport geil ausschaut, dann macht sich, bockt sich der Bus automatisch. Ich weiß nicht, wie die in Amerika fahren, mit welchen Bussen und was sie haben. Das weiß ich nicht. Als ob die überhaupt MR1 fahren. Also ich glaube jetzt mal nicht, aber weiß ich nicht. Da ist ja auch eine deutsche Map, die mitgeliefert. Also die von Bus Simulator 18. Bisschen abgeändert. Davon sieht man jetzt eigentlich gar nichts, aber. Ja. In Capacity. Ah, das sind die langen, langen. Mercedes auch mit drei Türen, genau, fünf Türen, die gibt es in Hamburg nach wie vor. Ja, schon heftig, mit drei Türen. Okay. Gibt es den Omsi auch. Oh, der hat Power. Oh, da merkt man schon ein ganz anderes Fahrgefühl. Das nenne ich ja Motor. So, drehen. Einmal rum. Bisschen schneller werden. Und dann hier wieder elegant in die Garage reinfahren. Also hier. Ich hoffe mal, natürlich. Ach, 300 Euro, ja, das ist ja nix. Jetzt muss ich wieder bis vorfahren.
Ja. Ich fahre halt nicht nach. Ich fahre halt nach Gehör, ne? Kann man auch machen. So. S418 LE oder was das ist. S418 LE Business. Oh, Business. Oh, das ist ein ewig langer Bus. Setra halt, ne? Reisebus kennt man. Also Überlandbus, besser gesagt. Dashboard kennt man aus dem alten Game. Aus dem 18er. Die Busse stehen mir jetzt nicht zu. Der hat aber extra Power, ey. Das ist der Wahnsinn. Aber der steht mir jetzt nicht so zu. Ja, da fahre ich lieber irgendeinen Stadtbus. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Sehr gut. Mein Lenkrad, der wird immer schwerer, wenn man schneller fährt. Deswegen ist es teilweise schwer, dann wirklich so zu kurbeln, dass einem schon schlecht wird. Ah, fahren wir in die 4 rein. Na, wir stehen schräg, das ist nicht gut. Fahren wir wahrscheinlich nicht rein. Ah, doch. Gut. Kaba City L. Okay, das ist der Kaba City, den wir hatten, noch mal länger. Also der passt jetzt gerade noch so in die Ding rein. Den haben die in Hamburg, glaube ich, nicht. Also der ist hier im Gelenk jetzt noch mal länger, man sieht's ja. Also das ist ein Zug. Ist vergleichbar fast mit dem ICE gefühlt. So, fahren wir einfach mal auch eine Runde. Schauen wir mal, wie sich das anfühlt. Ich glaube, der längste Bus in dem Spiel. Hat wieder auch Power ohne Ende. Lenkt wieder so behindert zurück. Wir fahren jetzt leider um diese Slalom-Dinger da durch. Force Feedback. So. Und bei der 2 fahren wir auch schon rein. Aber teilweise, wenn man zu schnell reinfährt, dann tut er automatisch schon crashen. Also ich weiß auch nicht. Teilweise stimmt die Kollision nicht. Ist ganz komisch irgendwie. Aber gut. Dann haben wir noch den. Oh mein Gott, was ist das denn? Flughafen Mini-Shuttle oder was? Oh Gott, was für ein Lenkrad. Okay, das Ding steht mir jetzt gar nicht zu. Werde ich vielleicht für eine ultra kurze Linie dann so als Shuttle benutzen, aber Hupe? Ja, dieselbe. Der steht mir jetzt gar nicht zu. Aber gut. Irgendeiner wird ihn schon fahren, ne? So. Boost. Und da rein. Wenn man langsam reinfährt, dann crasht man nicht. Das ist doch ein Witz. Aber natürlich trotzdem als Modell ein schickes Fahrzeug. Ist alles Geschmackssache. So, jetzt wird's spannend. Ein Scania-Bus. Aber nicht irgendwie. Also ein Scania Citywide, aber nicht irgendwie. Den Scania Citywide Berlin, sondern einen anderen. Mit geilen Türen. Und einem ultra geilen Dashboard. Also Respekt, das ist ultra geil geworden. Natürlich E-Bus.
Ja. Wir haben mal den Weg geradeaus genommen. Kein Problem. Skyner ist schuld, nicht ich. So. Der fährt auch sehr schnell. Und sehr leicht. So. Genau, der hat auch Stadtbustüren und Schiebetüren. Von hinten auch sehr schick. Das ist ein CNG-Bus. Gelenkbus von MAN. Mit vier Türen, ab fünf Türen sogar. Okay, MAN hat auch fünf Türen. Ja, stimmt, aus dem 18er kennt man das. Ja, ist im MAN-Buspack, glaube ich, nur mit drinnen. Gibt's ja extra. Da kenne ich mich aber nicht aus. Weil ich habe das Buspack von Anfang an drin gehabt und dann habe ich auch gar nicht mehr gewusst, was dazu gehört und was nicht. So. Ach, die Pylonen da sind wieder aufgestellt. Der Wahnsinn. Und jetzt sind sie wieder weg. Nur der Bus quält sich ein bisschen mit mir. Das tut mir jetzt aber leid. So. Schauen wir mal, wo fahren wir rein? In irgendeins. Ja, ich bin jetzt gerade angeblich gecrashed, aber dann habe ich das Lenkrad so gehalten und wollte langsam rein, dann ging's. Also ich glaube, da gibt es eine Blockade. Boah, heftig. Heftig, so einen langen Bus. Es ist schon heftig. So, Winnie City. Auch nochmal so ein kleines Ding. Ja, sind wir nicht so ein Ding schon gefahren? Anscheinend gibt es da mehr von den Dingern. Ja, der ist ein bisschen anders. Okay, der ist auch sehr stark. Also beschleunigt übel schnell. Aber ist jetzt nicht unbedingt mein persönlicher Geschmack. Aber Geschmäcker sind verschieden. Ihr wisst es. Werde ich auch nicht. Werde ich vielleicht den Kollegen einfach übergeben. Die können damit fahren. Aber ich wahrscheinlich nicht. Ja. Ach, 100 Euro, ja, das ist mit links bezahlt. Es sind schon krass viele Busse mitgeliefert, auch in dem Spiel, muss man auch zugeben. So, Scania Citywide. Das ist jetzt ein. Ja, schaut euch mal die Tür an. Glückwunsch. Hier eine normale Tür und hier so eine. Außenschiebetür. Auch ein Scania, eben extra lang. Wir können es den ja kurz anschauen. Ein bisschen Reisebus angelehnt. Aber Citywide. Machen wir mal Tür zu. Der Sport, dasselbe wie vorher. So. Dann einmal hier wieder um dieses Slalom herum. Kein Bock drauf. Das Dashboard ist ja wie ein ETS ein bisschen. Wenn man dann mit dem Truck fährt. Sehr gut gelungen. Also eine heftige Grafik einfach. Ich kann es nicht oft genug sagen. Props an die Entwickler. Ein sehr gutes Spiel rausgebracht. Spiel for the future.
Und auch von hinten wieder, ja, ähnelt voll mit dem anderen. Was ist denn das? Ah, ein Iveco. Mit drei Türen. Urban Way. Okay, das ist das Ding, was wir vorhin gefahren sind. Oh, mit Außenschwenktüren, okay. Ach, oh, mit Glas. Okay, die sind schon etwas edler. Aber wahrscheinlich auch nicht so meins. Das Ding im Gelenkbus und eben vorne aus den Schwenktüren. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Natürlich wieder hier rum. So. Fahrgefühl. Ja, passt. Langsam reinfahren. Ja. So viel dazu. So, last but not least, der Doppeldecker von Alexander Dennis, der in London, glaube ich, so fährt. Aber hier eben andersrum. Rechts. Mit den Düren rechts. Sehr schickes Fahrzeug, also Doppeldecker in Bussimulator ist schon was Schickes. Und das sind alles solche Türen. Auch solche Außenschwenktüren. Aber halt mit einer Tür. Ah. Man kann hier auch übrigens nach oben gehen. Hier die besten Plätze besichtigen. Da gibt es Werbung. Da kriege ich schon wieder Hunger auf Burger. Vielleicht gehe ich dann gleich noch in die Stadt und hole mir Burger. Und hier ist die zweite Ding, damit man direkt rausspringen kann aus dem Bus. Ist nicht verkehrt. B. Jetzt verregnet es auch noch. Ja, super. So. Die letzte Testfahrt. Genau jetzt, wenn es regnet. Naja, im Bus regnet es ja bekanntlich nicht. Aber Fahrgefühl sehr gut. Ich bin da schon eine ganze Linie mit abgefahren. Und die Pylonen habe ich auch abgefahren. Die sind richtig abgefahren. So wie dieser Bus hier. Der Regen geht nur in eine Richtung, das ist voll cool. Also man sieht dann auch, wie der Regen dann wirklich in eine Richtung regnet. Also das ist schon echt cool. Und ist der Sport auch sehr schick. So, dann haben wir uns alle Fahrzeuge hier in dem Spiel angeschaut. Dieses Video geht jetzt auch schon 33 Minuten. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wahrscheinlich TSW Dresden-Riesa nochmal was. Da kommt dann auch irgendwann eine Streckenerweiterung, die werde ich dann natürlich auch zeigen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin erstmal, ciao.